Everybody, yeah. Hype your body, yeah. Everybody, hype your body right. MPBL is back. Alright. Ultimate Overdrive is back again. Crits and misses, everybody sing. Two leads, doubles and singles. We will see who's the loser, who's the winner. Am I the best of them? Am I the winning one? Am I good enough? You get everything you need, you better hype your body now. Everybody, yeah. Hype your body, yeah. Everybody, hype your body right. And PBL is back, alright. What's up, Partypeople? Willkommen zum ersten Spieltag in der NPBL. Jo, ich hoffe, ihr habt einen schönen Freitag bisher. Wochenende fängt jetzt an. 16 Uhr ist perfekter Zeitraum, um hier Kämpfe anzugucken. NPBL Season Nummer 5 fängt jetzt an und wir kämpfen als erstes gegen Lost Flow. Wir wissen, was ich mit meinem Team gedacht habe. Teammeeting kam gestern. Entweder habe ich es unten verlinkt oder schaut auf meinem Kanal. Passt. Wir gehen jetzt rein gegen er hat einen relativ stabilen Kader, würde ich sagen. Der umfasst Sachen wie Zapdos, Mammutel und ähnliches, also jetzt nichts wirklich Nettes. Und ich würde sagen, wir schicken auch mal die Show raus. Team habe ich ja schon vorgestellt, also nicht noch wie bei SML noch 10 Minuten Gelaber davor. Jetzt fangen wir direkt an. Endlich wieder ein PBL, Alter. So, ich habe Kalk offen auf dem zweiten Bildschirm. Und ja, wir gehen rein. Okay, hat Giardax nicht dabei. Das ist ziemlich cool für unser Spectrier. Kann man direkt mal sagen, das ist ziemlich cool für Spectrier. Ja, kurz noch Göttlerke Fun und YouTube hinschreiben. Mit was gehen wir rein? Ich überlege, ob ich auch mal mit Cobalion leaden soll. Wir sind schneller als alles außer Bandlebee. Oder Rebombi heißt er. Wir können auch mal Glacian reingehen, weil ich jetzt nicht unbedingt einen Capoeira-Lead erwarte. Wir können direkt mal böllern. Ja, auch eine Möglichkeit. Ich tippe mal, es wahrscheinlich für Spectrier irgendwie sein Fienara oder sein Capoeira vorbereitet hat. Deswegen, ja, also von dem wird das heute wahrscheinlich bei ihm abgedeckt sein. Jo, ich glaube, ich gehe einfach mal mit Glacian rein. Und falls ihr euch wegen den Nicknames wundert, ich habe mal so ein paar meiner Lieblings-Rockbands und Metalbands, einstimmig wegen meinem Teamlogo. Einmal zusammengeworfen, aus dem mal ein paar Teamnamen gebastelt dann. Jo. Wir gehen also mit Normandie rein. Und schauen mal, was bei guten Flo dann gleich so abgeht. Ich glaube, wir kämpfen ohne Timer. Weil ich es richtig im Kopf habe. Hoffen wir nur, dass es nicht so einlaufen wie teilweise in SML, wenn man da wirklich so 5 Minuten warten musste und ich dann jetzt mit Adrian labern musste. Bis wir einmal fertig waren. So, was sind denn mal die Sets, die ich erwarte? Also, es kann gut ein Scarf-Mammutel sein. Ist erstens gut gegen Phantoros, vor allem weil er eben keinen Mona dabei hat, um gegen, in Phantoros safe reinzukommen. Also, würde ich, wenn Phantoros hier auf plus 2 kommt, macht er richtig Aua. So, Mammuswine ist im Lead, okay. Ich will einmal durch den Aelstorm rausgehen. Um einmal mal zu gucken, was jetzt für uns. Obwohl, wir können ja auch auf den Waterpulse gehen, der kann auch richtig viel guten Schaden machen, ne? Wir haben eigentlich auch eine gute Fist-Dev. Also, wenn der jetzt nicht direkt auf eine Steinkante geht, ist eigentlich anders cool. Wie noch ein Waterpulse, let's go. Knock-off, ja.
Können wir machen. Waterpuls, wie viel macht der? Nein, wir kritten wieder. Erste Move. Okay, lol, wait. Ganz stark. Ganz stark. Naja, so schauen wir noch gut rein in die NPBL-Season. Ja, wir gehen raus ins Machmark. Er geht in sein Fienara. Ist ja die Frage, ich weiß nicht, kann Fienara nur Psyshock oder kann der auch Psychokinese? Weil ich glaube, weil ich halt das Psyshock kann, ich weiß nicht, ob er auch Psychokinese kann, wie schon gesagt. Weil ich glaube, ein Psyshock kann gut abfangen, aber ich glaube, eine Psychokinese kann wehtun. Ich gehe auch mal auf den Sashbaum. Da sehe ich mich. Also ich sehe gar keine Psychokinese, die er haben könnte. Ich sehe nur einen Psychoschock. Und er geht auf die Fiste. Und wir sind fast schon bei Fiste stehen mit dem Fistet. Nebenher können wir mal kurz gucken. Glacian. Eine Waterpulse-Crit. Auf Mamoswine. Sludge Bomb. Er drückt Wish, okay. Wir können jetzt auf eine Sludge Bomb. Ich gehe auf Willow. Falls es rausgeht, ich auf Willow. Ich will irgendwas, falls dieses Mammu reinkommt, will ich die wenigstens dann auch, also und der hier hochgehalten wird, dann will ich die wenigstens auch gewillt haben. Wait, Knockoff war das Ding gerade, ne? Das könnte jetzt nicht ein non-defensiv investiertes, Mammu sein. Elif hat den mit dem Crit gemacht, der Crit ist Element. Auch kein Lob Damage, der ist Element. Damit er sich wirklich auf den Scarf-Set, tippen. Dann will er halt sehen, nicht mehr wirklich sehr schöner als Welt. Wenn ich Element Scarf ist, dann ist der wirklich mega risky gegangen, dass er nicht Probleme mit meinem Dinger bekommt, mit meinem Phantoros bekommt. Aber wir haben Mamoswine gewillowed, finde ich gut. Sieht gut aus. Ist schon mal ein Mon, was hier Druck machen könnte, was entschärft ist. Übrigens, Wachs auch nicht dabei, heißt Lanturn hat auch noch mal ein bisschen weniger zu arbeiten. Dafür darf er wahrscheinlich sich um Tornado nachher kümmern. Aber bis jetzt sind wir hier relativ gut in der Überhand, zumindest weil ich es halt sehen kann. Wir haben. Ja, okay, Knockoff kommt, der macht nicht viel. Was macht Strange Steam? 85%. Ist die Frage, ob ich jetzt mal auf den Sludge Bomb gehe, falls er es wechselt, oder ob ich nochmal auf Strange Steam gehe. Ich sehe mich eigentlich, dass ich einfach mal auf Strange Steam gehe. Ich mache damit eigentlich allem relativ guten Damage. Nein, ich schon mal Mamoswine weg. Wäre halt cool zu wissen, was er für ein Item hatte, aber das werde ich wahrscheinlich nicht herausfinden, weil ich keinen Knock dabei habe. Aber wenn einfach jetzt plötzlich Weezing den ersten Kill macht, wäre irgendwie auch ein bisschen sehr random. Okay. Das kalken wir mal direkt. Weezing gegen Turtonator. Ist das ein offensives? Strange Steam. Ja, der sieht offensiv aus. Ich gehe nach Rammstein. Und der Willow zurück. Okay. Das ist jetzt ein bisschen sad, aber ich hab immer auf den Body Slam. Wir haben auf Lantern immer auch die Will. Okay, der macht nicht viel. Oh, aber der Rocky. Der Rocky tut weh. Ich gehe mal in Lantern raus. Der Willow hat jetzt wehgetan. Ganz ehrlich, aber. Wir haben noch eine Vitalglocke hier. So Not auf Lantern, die können wir auch vielleicht gleich rausholen. Aber der ist auf jeden Fall schon mal ein. Der ist also speziell defensiv. Oh, wait. Machen wir gerade mal die massivste Hyro bekommen, oder? Oh, der ist nicht komplett. So. Der Kalk sagt mir gerade auf Level 100,
Oh, das ist jetzt sad für ihn. So, habe ich nur aus dem Unmini gerade gesehen. Also der Strategy macht Minim, also der kann kein Kabinenlass mit haben. Was macht das mit dem Buddy Slam gerade? Snorlax, Surges Burned, Body Slam. Ist auch eine relativ hohe Roll wieder. Was ist das für ein Set? Und auf Heal Bell, den Boy Toxin war. Natürlich, dass er jetzt auch auf Heal Bell geht. Vielleicht ein bisschen hergeschenkt. Ich bin aber schneller, wie man gerade schon gesehen hat, mit Lantern. Okay, was ist. Wir müssen mal gucken, was das für eins ist. Sylvian, da scheint relativ defensiv zu sein. Ja, B-Switch, der ist vermutlich. Ja, der scheint komplett speziell defensiv zu sein. Der scheint komplett speziell defensiv zu sein. Wir gehen in den Relaxor. Hyper Voice macht nix. Ich hoffe, ein Erdbeben. Ich kann nicht Heavy Slam. Ah, ich hab Erdbeben. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt halt Tortonato reinkommt. Weil er jetzt auch was anderes reinkommen kann, dann tut Body Slam halt richtig weh. Egal was da jetzt reinkommt. Auch wenn. Ich werde nicht auf ihn draufhauen, ne? Ich glaube, Erdbeben ist mir halt sonst. Ist mir halt irgendwie ein bisschen zu risky sonst. Hitmantop kommt. Der hat. Okay, er will Techniker haben. Der hat keinen Bedroher. Der wird hier nicht mit Dinger rumlaufen, der wird hier nicht mit, der wird hier vermutlich nicht mit einem, mit, also der, was ist denn seine Grip-Fähigkeit? Ich glaube Inner Focus oder so? Oder diese eine andere Zugstellung? Also auf Deutsch heißt sie doch Felsenfest, ich weiß nicht, auf Englisch heißt sie auf Englisch. Ich muss mal nachschauen. Felsenfest. Das ist glaube ich die dritte von dem, oder? Ja. Triple Axel 6, 11, 17, jo. Wir gehen auf den Sludge Bomb. Wir haben hier ein relativ free Sludge Bomb Gebiet. Also, der, wenn nicht reinkommt, der, wenn nicht reinkommt. Der ist low, der ist low. Also, Weezing ist ja dann richtig gut im Game gerade. Ja, da ist der Sludge Bomb. Tut weh. Und der ist noch nebenbei getoxt. Arkov kann er sich nicht mehr hochwischen. Außer kann jetzt, außer natürlich rückt jetzt hier so eine Dinger rein. Ja, Wish kommt. Ich kann jetzt nicht auf den Strange Sing gehen, ne? Weil ich glaube, Mammut. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass der Mammut hier geht. Oder ist er eben Protected? Ja, Protect kommt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den jetzt mit Weezing unter Druck setzen muss. Lieber auf Sludge Bomb. Wenn er jetzt Sludge Bomb plus. Tox könnte schon fast killen. Ja, die sollte sogar schon killen. Wieder fällt noch ein Wish raus, aber danach ist halt viel Nara weg. Das ist sein letzter Wish jetzt. Wenn er jetzt nicht rausgeht. Das wäre jetzt sein letzter Wish. Weil Aelstorm hier unfassbar guten Druck aufbaut. Der macht hier Pressure, der Bruder. Wenn es hier so weitergeht, kann Spectre nachher echt gut aufräumen. Ich muss nachher einen Kill holen, dann macht er hier Arbeit. Soll ich noch meine Rocks legen, aber sonst. Ja, jetzt gehe ich in Linkin Park. Gegen das Ding. Jetzt möchte ich hier noch 100 chippen, dann könnte eigentlich fast schon. Wenn ich nachher noch die Rocks mit Cobra gelegt bekomme. Okay, was kommt jetzt rein? Mammutswein ist geburnt. Der wird droppen. Dann kann natürlich Hitmontop reinkommen. Aber der hat auch keine Boots. Sehe ich gerade. Also wenn ich nachher die Boots gehen. Wenn ich nachher Boots bekomme. Wenn ich nachher die Box rausbekomme, dann kann ich hier echt gut Druck aufbauen. Rebombi, okay. Da wies ich schon wieder drauf. Der wird wahrscheinlich jetzt die Webs rauslegen, tippe ich mal, ne? Oder jetzt mit Energieball. Also, die sollen wir eigentlich gut tanken können, weil es Sandturm ist.
Was kommt jetzt? Ich habe jetzt eigentlich keinen Bock dann, wenn jetzt Webs kommen, da jetzt... Okay, nee, sehr gut. Wie viel machen wir? 32%. Okay, wenn wir dann 32% machen, wie viel machen wir dann mit unserem Pferd? Wie ist es jetzt? War kurz mal, wie heißt das Ding? Rebombi. Sticky Webs. Damit nicht... Der scheint relativ offensiv zu sein. Spectria killed. Spectria killed. Und der macht jetzt richtig guten Damage auf alles. Ich sehe gerade nichts, was zwei Moves sind. Der muss jetzt irgendwas abwerfen. Er muss irgendwas abwerfen jetzt. Und danach wird Spectria nur noch stärker. Oh, Spectria, Junge. Spectria, let's go. Starset, Junge. Beste Band immer noch. Jo, und wir gehen auf plus 1. Was ist jetzt dein Plan dagegen? Was ist jetzt dein Plan gegen das Ding? Wir sind auf plus 1. Das einzige Mal, was hier irgendwie hätte, was hier mit Scarf, was hier irgendwie nach Scarf aussieht, ist Mammo. Und der ist geburnt. Auch wenn Knockoff wahrscheinlich trotzdem wehtun würde. Ich mach Knockoff von einem geburnten Mammo. Wenn er abgescarft ist. Also der war adamant, weil ich es vorhin gesehen habe. Burn. Der macht Hälfte. Und dann ist halt unser Spelltag weg. Aber wir würden ihn mitnehmen, wenn wir auf plus 2. Und ich glaube, dann kommt wirklich gar nichts mehr rein. Das ist ein Riesenproblem. Er hat jetzt wirklich ein Riesenproblem. Er hat ein massives Problem. Deswegen brauche ich wahrscheinlich auch zu lang. Was mache ich hier in Zapdos gerade auf plus 1? Will ich den? Zapdos. 72%. Holy shit. Hitmontop. Ist der jetzt AV? Und selbst wenn. Bringt der was? Mit AV können wir was tanken. Oh, nur wenn. Oh, wait. 51 bis. 61, wie ist meine Wincon hier wegwerfen, ist ja die Frage, ne? Wir können einmal subben, vielleicht. Aber der hat ja kein Live-Op, ne? Und wenn der jetzt halt auf den Triple X geht, können sie echt wehtun. Aber der killt nicht, Triple X kann uns nicht killen. Zaka? Yes, yes! Ja. Alter! Oh mein Gott! Okay, das ist der Win, anscheinend, wahrscheinlich. Shadow Ball, killed. Alter, Spectria. Spectria! Was zur Hölle mache? Was zur Hölle passiert hier jetzt? Was zur Hölle passiert hier? Ja, das ist der Win. Spectria. Was zur Hölle passiert hier? Oh mein Gott! Alter, was? Oh, das sind jetzt... Wie lange war jetzt die Aufnahme? 10 Minuten, ach du Kacke. Da werde ich noch, lange ein langes Ende ranschneiden müssen. Spectria, Alter. Das Todespferd. Da habe ich anscheinend gescheit gepreppt, ausnahmsweise mal. Dickes GG an Flo, ihr werdet jetzt wahrscheinlich noch irgendwie ein Auto sehen. Ich habe auch geplant, eigentlich ein Intro zu machen. Mal schauen, ob ich das so rechtzeitig fertig bekomme. Auf jeden Fall dann. Wir sind entweder bei Pokémon Colosseum die Woche. Oder entweder wir bei der NPBA oder vielleicht auch bei was anderem. Kein Plan. Auf jeden Fall, bis dann. Ciao.